Grüß Gott, Herr Martin. Sie sind Vorstand der SES 21 AG. Auf der diesjährigen Intersolar Europe präsentiert sich die SES 21 in einem neuen Licht. Welche Veränderungen hat es in Ihrem Unternehmen in den vergangenen Monaten gegeben? Wir haben in den vergangenen Monaten zusammen mit der Geschäftsführung eine neue innovative Richtung eingeschlagen. Und das Ergebnis dieser neuen Positionierung können Sie eben auf dem jetzigen Intersolar Messestand sehen. Wir haben ganz wesentlich unsere Geschäftsprozesse optimiert. Es ist ein Dauerprozess, aber es war hier einiges an Arbeit zu leisten. Wir haben dieses abgeschlossen. Es ist so, dass wir das Produkt, diese starke Marke LG in den letzten Monaten erfolgreich eingeführt haben und haben zusätzlich noch zur Erweiterung unseres Produktportfolios von der Bosch Group ein sehr leistungsstarkes neues Solarmodul aufgenommen. Vergessen sollten wir natürlich nicht, dass wir auch in den letzten Monaten sowohl unsere Tochter in den Vereinigten Staaten als auch in Tschechien gegründet haben. Das EEG wird sich nach dem Juni diesen Jahres verändern. Welche Erwartungen haben Sie an die veränderten Marktbedingungen? Also die erneuerbaren Energien verzeichnen in den vergangenen Jahren einen rasanten Anstieg und davon hat vor allem die Photovoltaik überproportional profitiert. Und alle Marktteilnehmer, die in der Photovoltaik tätig sind, haben diese Marktwachstumschancen auch genutzt. Vor allem das Jahr 2009 hat mit einem Zubauvolumen von 3.800 Megawatt wirklich sämtliche Erwartungen übertroffen. Und mit der Novellierung des Erneuerbaren Energiengesetzes bleiben die Marktchancen für alle Spieler erhalten. Insbesondere die Neuregelung der Eigenverbrauchsregelung birgt neue zusätzliche Chancen. Wo sehen Sie die SES 21 zukünftige Marktgeschehen? Also die SES 21 ist gut gerüstet für die Herausforderungen des Solarmarktes. Dafür spricht das qualitätsorientierte Produktportfolio, unsere sehr engagierten Mitarbeiter, das stetig wachsende Vertriebsteam und dass wir unsere Prozesse stetig optimieren. Vielen Dank, Herr Martin. Ich bedanke mich für das Interview.